Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Nest. Wir gehen mal zurück zur Stadt und sind da jetzt noch groß am werkeln und arbeiten. Und ja, wir haben jetzt wieder ein paar Questen abzugeben. Wir sind Level 17, dürften bald Level 18 werden auf jeden Fall. Sind, denke ich, im Allgemeinen ganz gut unterwegs bisher. Und jetzt haben wir hier bei Deckard auf jeden Fall noch was abzugeben. Zack, 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 zack. So, okay. Weiter geht's. Also, Agenda. Go, 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 go. Level 18, nächste Stufe erreicht. Okay. So, Irene. Also, oh je, nee, die wollte ich natürlich nicht. Da muss ich mir das irgendwie mal versuchen zu merken, dass ich da nicht ran darf. Ja, Inventar ist auch schon wieder gut gefüllt, deswegen sollte ich da lieber nochmal was verkaufen. Das wäre auf jeden Fall gar keine so schlechte Idee. Und dann verkaufen wir erstmal den Ramsch ganz normal, dann haben wir hier noch ein paar Ornamente, zack. Zack, zack, da habe ich jetzt noch keine, da muss ich mich erstmal dann nochmal hier dran zaubern, wäre das hier gewesen. Schwierig. Mit den Ringen ist schwierig. Kleriker brauchen wir auch nicht. Ist derselbe Ring. Gut. Ich denke, damit haben wir zumindest erstmal wieder ein bisschen Platz geschaffen und dann gehen wir einfach mal ins nächste Dungeon hinein. Ja, okay. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Zack. So. Mal hier unten haben wir auch noch was zum Annehmen und ja, dann werde ich mal versuchen, mal in dieser Folge habe ich mir mal als Thema so jetzt gerade mal gedanklich zusammen und zurechtgelegt. Das ist ja meistens auch immer ein gutes Thema für viele an sich auf jeden Fall. Fußball, so, ja, und ja, wie ihr ja wisst, bin ich vielleicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich es schon mal erwähnt oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher eigentlich, bin ich Fan von einem relativ kleinen Verein. Die spielen aktuell in der dritten Liga, ist Erzgebirge Aue, weil ich da nämlich ja, meine Heimat ist da so gewesen und so weiter. Und ja, gut, jetzt wisst ihr natürlich erstmal, woher ich komme. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr da mal aufgepasst habt. Ja, in den ganzen Folgen. Naja, und ja, egal. Ich glaube, das hab ich sowieso, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt. Aber naja, egal. Ja, und ja, die haben jetzt, zumindest gestern, gut, jetzt für euch wird das jetzt eine Woche her sein, wenn ihr die Folge dann seht, sind die im Pokal weitergekommen, sind jetzt dritte Runde, das gibt auf jeden Fall gut Geld, das ist wunderbar, für dritte Liga ist das auf jeden Fall immer gut Geld. Und ich habe gerade gesehen, ey, der dritte ist gar nicht so schlecht hier. Oh, der Tritt ist ja richtig cool. Das kann man sich auf jeden Fall durchaus überlegen. Gibt es noch einen anderen Tritt eigentlich? Also jetzt bin ich hier im Eis. So, zack, zack, zack. Wunderbar. Und hepp. Und bam. Kriegt er noch eine Faust drauf und fertig ist. Ja. So. Ja, und ja, wie gesagt, Fußball, es ist, ja, wie gesagt, haben gewonnen jetzt erstmal, sind jetzt in der dritten Runde, gibt auf jeden Fall gut Geld. Und ja, ich glaube, ich hatte das sowieso schon mal angesprochen in den Let's Plays. Und ja, man, wie es halt so ist, ne, im Fußball und bei vielen Sportarten, Kommerzialisierung nimmt auf jeden Fall zu. Da braucht man nichts zu erzählen. Die Gelder, die da jetzt mittlerweile in dieser Sportart fließen, die sind schon atemberaubend hoch. Jetzt im Sommer sind Spieler teilweise für aus der Bundesliga für 90 Mille oder waren das 70 Mille? Ich glaube 70 oder 90 Mille gewechselt. Das sind Summen ohne Ende. Da geht ohne Ende Kohle durch die ganzen Ligen und so weiter und so fort. Und ja, im Grunde genommen ist halt der Fußball von, keine Ahnung, man hat ja immer so eine gewisse Fankultur auch. Und keine Ahnung, als Spieler, wenn ich jetzt Spieler bin,
Wie soll ich sagen, dann habe ich identifiziere oder ich jetzt auch gerade als Fan identifiziert man sich natürlich auch mit einem Verein, ne? Das ist ja klar. Und ich denke, als Spieler wird es eigentlich ja genauso sein. Man muss sich ja eigentlich auch identifizieren in gewisser Art und Weise mit einem Verein. Und ja, wie soll man sagen, es ist schwierig, weil naja, du hast halt auf der einen Seite, du kannst dich ja auch mittlerweile auch in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich gut identifizieren damit. Weil, wie soll man sagen, wenn jetzt zum Beispiel ein Angebot kommt, du musst das ja auch aus deinen, es ist ja im Grunde genommen halt deine Arbeit, du verdienst halt damit Geld, ne? Und wenn du jetzt als Spieler, keine Ahnung, das würde wahrscheinlich jeder machen, ne? Also keine Ahnung, überlegt euch einfach mal eure Arbeit, die ihr macht, ne? Keine Ahnung, ihr macht hier wahrscheinlich auch gerne die Arbeit oder sowas in die Richtung, ne? Und ihr bekommt dann halt, keine Ahnung, ihr seid jetzt aktuell, seid ihr in Berlin oder sowas in die Richtung und, keine Ahnung, verdient dort, keine Ahnung, 2000 Euro im Monat oder sowas in die Richtung. Nehmen wir mal das. So, und dann kommt halt irgendjemand an, ne, und will euch halt, keine Ahnung, der in, keine Ahnung, in München wohnt oder irgendwo so in der Art, der will euch irgendwie 6000 Euro oder 8000 Euro im Monat zahlen für dieselbe Arbeit. Und, ja, da kommt man natürlich dann schon ins Grübeln, ne. Ja, was soll ich da machen? Auch wenn du vielleicht jetzt gerade bei der Firma, wo du nur diese 2000 verdient hast, du könntest jetzt natürlich sagen, okay, gut, du baust diese Firma weiterhin auf, du bist zum Beispiel auch ein wichtiger Teil des Teams oder sowas in die Richtung, ne? Du kannst natürlich auch sagen, okay, baust die Firma halt weiter auf oder sowas in die Richtung, ne? Und vielleicht kommt dann da nochmal ein bisschen was an, mehr Kohle bei rum, aber das dauert, das ist schwierig, ne? So, und deswegen wechseln zurzeit auch wirklich so viele Spieler auch den Verein, weil es halt wirklich so mit Geld umgegangen wird in diesem Sport. Ich hab das Gefühl, als ich noch relativ klein war, war das noch nicht ganz so gewesen. Keine Ahnung, da waren irgendwie Ablösesummen noch nie wirklich so ein mega krasses Thema gewesen. Natürlich wurden da auch schon Spieler verpflichtet und so weiter und so fort und hin und her geschoben. Aber ich hab so das Gefühl, als ich so, keine Ahnung, 7, 8 Jahre alt war, so im 2000er-Bereich, Anfang 2000er Bereich, war das auch nicht ganz so gewesen mit diesen ganzen Sportarten und dass da wirklich so viel Geld reingeflossen ist. Und naja, unter diesen Umständen, da sind wir jetzt auch im Grunde genommen beim indirekten Fußballthema auch, wenn Geld schon so entscheidend ist oder wenn Geld schon teilweise wirklich schon so viel ausmacht in dieser Sportart, warum sollten Vereine dann keine Sponsoren haben, beziehungsweise, wie soll man sagen, keine Hauptanteilseigner, weil es ist ja doch trotzdem ein Stück weit, auch wenn es vielleicht nur ein Verein ist, in Anführungsstrichen, ist es ja am Ende trotzdem auch eine Art Kapitalgesellschaft, die halt versucht, Gewinn, ich weiß jetzt nicht unbedingt als Verein, ich glaube, Vereine wollen nicht unbedingt einen Gewinn machen, aber es ist trotzdem Sinn und Zweck der Sache, dass man halt versucht, ja schon den Gewinn zu machen, ja, um halt dieses Geld später vielleicht besser einsetzen zu können, um halt auf dem Markt nochmal bessere Chancen zu haben oder sowas in die Richtung. Das war auf jeden Fall auch so eine Geschichte. Schwierig. Okay, gut, wir haben einen Dungeon wieder erfolgreich abgeschlossen, konnten die Folge auch ganz gut füllen, denke ich, mit einem Thema. Also ohne Themenfolgen ist das, glaube ich, aktuell ein bisschen langweiliger. Ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal nochmal zurück zur Stadt. Ganz normal. Und ja, müssen jetzt eigentlich wahrscheinlich die nächsten Folgen sowieso mal wieder ein paar normalere Quests machen. Also was heißt ein paar normalere Quests? müssen hier allerdings auch fertig sein, oder? Ja, genau. Das ist gut. Da habe ich nochmal ein paar XP-Punkte. Das ist nicht schlecht. Hier hätten wir eine Quest haben wir nur fertig. Uiuiui. Das ist echt ein bisschen wenig. Okay. Achso, hier hätten wir auch noch eine Quest zum Annehmen oder Abgeben. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Guck lieber nochmal nach. War das bei Händlerin? Ja, das war bei Händlerin. Okay. Bei May! Hallo May! Hä, was will die denn jetzt hier? Ah, okay. Gut, hier müsste ich auf jeden Fall dann nochmal mit dem reden. Wahrscheinlich dann in einer späteren Situation.
So, Aufgabe. Zack, der bösartige Schamane abgeschlossen. Okay. Chat beenden. Okay, Frageagenda nach mehr Informationen. Jo, das kriegen wir noch hin. Denke ich mal. Zack. Okay, und ich würde sagen, es geht weiter in 3, beziehungsweise nicht in 3, 2, 1, sondern wir müssen erstmal die Folge abmoderieren. Eieiei. Da war ich schon wieder zu weit und zu schnell. Es tut mir leid. Ja, kann passieren. Und ja, wir sehen uns einfach mal beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.